Und ja, wenn wir schon dabei sind, würde ich sagen, wechseln wir jetzt mal. Und los! Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück. Ich werde heute mit euch zusammen den veganen Monat einmal auswerten. Ich werde eine Pro- und Kontraliste mit euch durchgehen. Das sind natürlich auch meine subjektiven Meinungen und Sachen, die mir aufgefallen sind. Ich habe ja im letzten Video irgendwie groß getönt, dass jetzt richtig coole Videos auf euch zukommen. Ja, das stimmt auch, aber ich wollte halt einen coolen Übergang machen von meiner Handykamera zur normalen Kamera, die ich jetzt bekommen habe. Und ja, wenn wir schon dabei sind, würde ich sagen, wechseln wir jetzt mal. Und los! Tada! So, jetzt bin ich da. Jetzt habe ich geswitcht auf meine Sony-Kamera. Ich weiß, es ist alles gerade noch nicht so kreativ hier, aber ich hoffe, man sieht den Unterschied. Also gerade was die Qualität auch betrifft, von der Auflösung her. Ich habe noch ein großes Problem und zwar ist mein Mikrofon defekt. War ja klar, dass das passiert. Aber gut, nützt nichts. Jetzt muss das interne Mikrofon nochmal ran. Ich habe jetzt auch kein künstliches Licht aufgebaut, weil draußen so schönes Wetter ist. Und ich hoffe, man sieht mich soweit gut. Werde ich das Ganze in drei Kategorien aufteilen. Das ist zum einen der Alltag, dann der Sport und natürlich auch das Essen an sich. Und werde mich von den Kontrapunkten einmal zu den positiven Pro-Punkten durcharbeiten mit euch zusammen, was mir so aufgefallen ist. Und wir beginnen dann auch schon mal mit der ersten Sache. Was mir absolut aufgefallen ist in diesen 30 Tagen, ist, dass ich viel, viel, viel mehr Zeit einplanen muss im Supermarkt, weil ich einfach nicht wusste, was ich essen soll, was ich essen kann. Und das ist natürlich alles andere als gewohnt, weil ansonsten wusste ich halt immer, wo ich irgendwas kriege. Und das ist halt einfach am Anfang ein bisschen schwierig. Dann ist mir natürlich auch noch aufgefallen, dass es viel weniger vegane Produkte gibt, natürlich als herkömmliche Produkte, sprich, also wo keine tierischen Zutaten drin sind. Die Produkte, also die veganen Produkte und die Alternativen, wie zum Beispiel Milchalternativen oder Joghurtalternativen, sind generell einfach wesentlich teurer. Warum das so ist, das werde ich vielleicht nochmal in einem anderen Video erklären. Im Alltag ist mir auch aufgefallen, dass ich jeden Tag selber kochen muss. Also ansonsten war es halt immer so, dass man sich irgendwie mal schnell eine Pizza irgendwie reinschmeißen kann in den Ofen oder weiß ich, eine Suppe, eine Hühnersuppe aufkocht oder was auch immer. Also nicht, dass ihr das falsch versteht, ich liebe Kochen, ich finde das richtig, richtig gut. Aber wenn man halt zum Beispiel nach dem Sport irgendwie wiedergekommen ist, dann ja, ist es einfach total nervig, wenn du dann weißt und merkst, oh mein Gott, ich muss noch kochen. Dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Und zwar ist das Gemüseschnibbeln. Also ich habe, glaube ich, in den 30 Tagen noch nie so viel Gemüse geschnibbelt. Und das ist echt zeitaufreibend. Und weil man ja relativ viel Gemüse isst, was ja auch gut ist und gesund, ist es einfach total, also das sind so massive Gemüsemassen einfach. Das ist einfach der Hammer. So, kommen wir zum nächsten und vorletzten Punkt. Und zwar ist das Luft im Bauch. Also ich hatte viel, viel mehr Luft im Bauch und das war mir teilweise schon echt unangenehm. Aber durch das ganze Gemüse entstehen ja Gase, die freigesetzt werden im Magen, und da entsteht halt einfach Luft. Ist nicht sehr geil, aber was will man machen? Der letzte Punkt, der mir eher negativ aufgefallen ist im Alltag, dass die Leute, wenn man sagt, dass man sich vegan ernährt, einfach komisch reagieren. Vegan? Okay.
warum machst du das gerade? Und das ist einfach ungewohnt gewesen und komisch, weil du halt nicht so isst oder dich so verhältst wie die anderen. Dann springen wir gleich direkt zum Gegenteil, zu den Reaktionen. Also es gab auch viele positive Reaktionen, die ich mitbekommen habe, als ich erzählt habe, dass ich mich jetzt versuche vegan zu ernähren. 30 Tage lang haben die meisten gesagt, oder oft viele gesagt, hey cool, wie lange machst du das schon, wie kommst du klar damit, wie ist es mit dem Sport etc. etc. Und habe ihnen das so ein bisschen erklärt, warum ich das Ganze mache. Also durchaus gibt es auch positive Reaktionen. So, die nächsten beiden Punkte kann ich so ein bisschen kombinieren. Und zwar ist es zum einen ein klareres Mindset. Also gleichzeitig, was der nächste Punkt ist, ist, dass ich bewusster gekocht habe. Also ich wusste ganz klar, was drin ist in meinen Gerichten. Und musste halt keine Angst haben, dass ich irgendwelche großen Zusatzstoffe oder sowas habe. Außerdem ist mir auch noch aufgefallen, dass ich keinen Blähbauch mehr habe. Also ich habe zwar mehr Luft im Bauch, aber ich habe keinen Blähbauch mehr. Also ich bin nicht so aufgedunsen. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht wisst ihr das ja, könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben. Aber ich habe gehört, dass Milchprodukte und so weiter auch ein wenig aufdunsen. Und das war halt wirklich sehr angenehm, dass ich keinen irgendwie Blähbauch hatte, obwohl ich Luft im Bauch hatte. Klingt paradox. Abgesehen davon, wenn ich jetzt auswärts essen gehe, gab es sehr oft Alternativen zu Fleischgerichten, beziehungsweise also generell vegane Gerichte in Restaurants oder in Bistros. Das fand ich halt richtig cool. Ich glaube, früher war das Ganze ein wenig schwieriger. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt im Alltag, der mir positiv aufgefallen ist. Und zwar gehe ich auch gleichzeitig bewusster einkaufen. Das heißt, ich verbringe zwar mehr Zeit im Supermarkt, ich gucke mir die ganze Zeit an, okay, was sind die Zutaten, was sind die Zusatzstoffe, ist da Ei enthalten, ist da Milch enthalten oder auch nicht, ist da Butter enthalten, Molkeeiweiß, ganz, ganz viele Sachen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, wenn man so weiß, okay, ich gehe bewusst einkaufen. So, das waren die Alltagspunkte. Jetzt kommen wir eigentlich zu meinem Lieblingspunkt. Und zwar ist es der Sport, also wie sich das Ganze im Sport verhalten hat oder was für Auswirkungen das hatte. Kommen wir erstmal zu den negativen Sachen. Ja, also beim Sport ist es, was das Negative betrifft, relativ überschaubar. Und zwar habe ich hier nur einen Punkt, und zwar ist das, dass ich ein wenig weniger Kraft hatte während des Krafttrainings. Über den ganzen Zeitraum, also weil das muss sich ja alles erstmal entwickeln, und zum Schluss hin hatte ich einfach ein bisschen das Gefühl, mir fehlte ein bisschen die Kraft. Es kann aber sein, dass das durch die Makroverteilung ein wenig passiert ist. Also das kommt schon. So, wir kommen jetzt einmal zu den positiven Sachen, die mir aufgefallen sind beim Sport. Oder beziehungsweise generell bei meinem Körper. Ich mache mal ein bisschen Platz hier, das geht ein bisschen fixer. Also zum einen habe ich mich wesentlich fitter gefühlt. Ich hatte wesentlich mehr Kraftausdauer, gerade was das Boxen betrifft. Also da muss man ja relativ viel und schnell auch boxen und Hände bewegen und so weiter und so fort. Und das ist mir wirklich positiv aufgefallen. Dann hatte ich auch also wirklich essentiell mehr Kondition, was wiederum auch richtig gut ist, weil mehr Kondition. Und die drei wichtigsten oder essentiellsten Sachen, die mich einfach total überrascht haben, sind zum einen, ich habe Umfang reduziert, also Körperumfang, dann habe ich Fettanteil reduziert. Das merke ich daran, dass einfach jetzt irgendwie die Haut ein wenig dünner wird und man sieht mehr Adern und so. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, aber dadurch, dass ich sowieso eine Weight Loss Journey mache,
naja, ist es halt einfach ein bisschen ungewohnt, jetzt irgendwie an den Händen irgendwie Adern zu sehen oder so, weil es halt vorher einfach nicht zu sehen war. Und was auch richtig, richtig geil ist, in den 30 Tagen habe ich wirklich 3,5 Kilo abgenommen, also Gewicht verloren, und habe trotzdem, wenn man das, also alle drei Sachen jetzt zusammen kombiniert, im Verhältnis setzt zu der minimal weniger Kraftgeschichte im Krafttraining, fand ich das einfach optimal und ja, ich war sehr überrascht wirklich. Wir kommen nun zum letzten Punkt. Das ist der Bereich Essen generell. Habe ich natürlich auch ein wenig Fisch und Fleisch vermisst. Und generell halt so die tierischen Produkte, wie zum Beispiel Eier. Habe ich sonst, gab es Ei fast jeden Tag. Naja, nicht jeden Tag, aber jeden zweiten Tag vielleicht. Man konnte das ganz schnell einfach zubereiten. Hat ein bisschen Gemüse reingeschnibbelt oder ein bisschen Putensalami. Ach, es gab so viele schöne, leckere Sachen. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe das wirklich 3 Jahre gemacht, oder 3,5. Habe wirklich viel gleich gegessen über die Woche, und dann von heute auf morgen umzustellen, das war schon ziemlich anstrengend. Der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, das ist die Vitamin B12 Aufnahme. Und zwar gibt es Vitamin B12 fast nur in tierischen Produkten, und deswegen gibt es natürlich so kein B12. So, der letzte negative Punkt, der mir aufgefallen ist: Ich hatte eine Situation, da war ich zur Party eingeladen tatsächlich, und ich musste mein eigenes Essen mitbringen, weil die natürlich nicht wussten, dass ich mich vegan ernähre, und ja, also die hatten da auch Burritos und so. Da konnte ich mich ein wenig an den Gemüsesachen orientieren, aber ansonsten generell zu Grillpartys oder so, wenn ich jetzt überlege, in der Vergangenheit wurde ich auch oft eingeladen, da hätte ich dann einfach eigenes Essen mitbringen müssen, und ja, das ist alles ein wenig umständlich. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, dann freue ich mich natürlich sehr für deine Unterstützung und dein Interesse, vor allem, wie es jetzt weitergeht. Wir sind fast am Ende dieses Videos, und ich werde ja auch gleich erzählen, wie es weitergeht mit dem Channel bzw. mit dem Content. Und bitte lass mir gerne ein Abo da, hier unten irgendwo, und gerne auch ein Like. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Wir kommen jetzt zum letzten Bereich, das sind die Pros auf der Seite. Was mir aufgefallen ist im generellen Essen, im Essensbereich, das ist folgendes. Mir ist aufgefallen, dass ich nochmal ein Stück bewusster esse, als ich es vorher gemacht habe. Also ich habe schon wirklich bewusst gegessen, weil ich ja auch auf einer Weight Loss Journey bin, das habe ich eben schon mal angesprochen kurz. Aber dadurch, dass ich einfach, also die veganen Sachen, die haben, wie ich finde, nochmal ein wenig klareres Line-up, was die Zutaten betrifft. Das heißt, da ist oftmals kein Gluten drin oder Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker etc. Das fand ich ganz cool. Gleichzeitig habe ich auch nochmal ein Stückchen gesünder gegessen. Das ist auch ganz cool. Ja, was ich noch ganz cool fand eigentlich, das ist zum einen, dass es auf jeden Fall genügend Alternativen mittlerweile gibt. Ich glaube, früher war das nicht so. Aber wenn ich jetzt überlege, dass es jetzt Hafermilch gibt, es gibt Sojamilch, es gibt Reismilch, es gibt so viele Alternativen zur Milch. Natürlich auch schon zum Fleisch. Da tue ich mich aber noch ein bisschen schwer, weil wenn ich sehe, dass es veganen Fleischsalat gibt, dann dreht sich bei mir im Kopf irgendwas um oder knirscht, weil vegan und Fleisch, das passt einfach nicht. So Leute, wir kommen jetzt zum letzten Punkt. Und dieser Punkt, der liegt mir eigentlich sehr am Herzen, weil ich mein Leben lang wirklich auf Essen achten musste. Ich hatte leider nicht so viel Glück wie ein paar andere, die essen können, was sie wollen und nehmen nicht zu. Da habe ich leider ein bisschen Pech gehabt, als es um die Verteilung ging. Aber
Ich konnte in den 30 Tagen merken, dass ich essen konnte, was ich will, ohne irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben, ohne das Gefühl zu haben, irgendwie, ich nehme wieder zu. Das war einfach der Hammer. Ich hatte halt immer einen Struggle mit Kohlenhydraten, wie zum Beispiel Kartoffeln, Reis, Nudeln. Und fetthaltigen Sachen, wie zum Beispiel Nüssen und so. Das hat mein Körper nie so gut verarbeitet, wie es eigentlich sein sollte. Warum auch immer, keine Ahnung. Jedenfalls hatte ich da wirklich sehr Respekt vor und habe die Kohlenhydrate auch dann meistens nur gegessen, wenn ich sie gebraucht habe, wie zum Beispiel zum Krafttraining oder so, und dann auch in gewissen Maßen, um einfach auch nicht wieder Gewicht zuzunehmen, weil ich ja auf dieser Reise bin. Und ich habe jetzt wirklich vom ersten Tag meiner veganen Reise bis zum letzten Tag mich Schritt für Schritt da herangetraut an diese Kohlenhydrate und an die Fette und habe mich natürlich auch immer gewogen und habe festgestellt, dass ich von Woche zu Woche zwar mehr Kohlenhydrate und Fette gegessen habe, aber immer weniger gewogen habe. Bei gleicher Kraftverteilung oder fast gleicher Kraftverteilung, ich habe gemerkt, dass ich Fett reduziert habe, was der Hammer ist. Ich habe gemerkt, dass ich Gewicht reduziert habe. Und das ist doch genau das, was man will, oder nicht? So Leute, das waren jetzt alle Punkte, die ich gerne besprechen wollte. Was mir so aufgefallen ist in der Zeit, wo ich mich vegan ernährt habe. Jetzt bleibt natürlich die Frage, wie machen wir weiter? Was passiert jetzt? Und ich habe wirklich sehr lange drüber nachgedacht, auch in der letzten Zeit, bevor das Ganze vorbei war. Ich habe Gewicht reduziert, 3,5 Kilo. Ich habe Fett reduziert. Ich habe Umfang reduziert. Ich habe Muskelausdauer dazu bekommen. Ich habe mehr Kondition und das im Verhältnis zu minimal weniger Kraft, also Muskelkraft. Und was mich letztendlich wirklich dazu bewegt, mich zu entscheiden, ist, Leute, ich kann essen, was ich will und deswegen bleibe ich bei der veganen Ernährung. Jetzt ist natürlich die Frage, was erwartet euch? Also zum einen erwarten euch Tipps und Tricks, wie ihr anfangen könnt, was ihr für coole Sachen machen könnt mit der veganen Ernährung. Das möchte ich gerne verbinden mit ein bisschen Creative Stuff, ein bisschen mit Fancy Stuff und auch Crazy Stuff. Außerdem werden wir gemeinsam kochen. Ich werde euch zeigen, wie ich alles zubereite, wie das dann nachher aussieht. Dann habe ich noch ganz viele andere Ideen, wie zum Beispiel, ich nehme euch mit bei meinem veganen Alltag, dann, wenn ich einkaufen gehe, was ich für Produkte kaufe, was es für Alternativen gibt. Oh, es gibt so viele Sachen, die ich mit euch machen möchte. Also seid wirklich gespannt darauf. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, lasst mir gerne ein Abo da, gebt mir gerne ein Like und ich werde jetzt meinen ganzen Channel einmal neu gestalten mit Header, mit Logo, allem drum und dran, Schritt für Schritt. Und ja, ich stelle mich einmal vor. Welcome to the Vegan World. Ciao.